Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Und ja, in der letzten Folge, die ihr nicht sehen werdet, habe ich gegen so einen Typen gespielt, der hatte auch eine Barclays-Mannschaft, eine Premier League-Mannschaft und ja, einfach instant verkackt, weil aus irgendeinem Grund, obwohl mein Internet und alles okay ist. Oh Gott, au. Aus irgendeinem Grund ist einfach Internet weg. Also bei FIFA. Richtig behindert. Aber jetzt werden wir gleich wieder anfangen. Mit unserer Premier League Mannschaft. Und sowas hasse ich an FIFA halt am meisten. Manchmal einfach so disconnect. Ja, alles klar. Disconnect. Bundesliga-Team. Ja. Oh. Sven Bender, Aubameyang, hier, ne, wie heißt er denn? Ach, keine Ahnung. Piszczek, Mats Hummels. Tja, der hat ein relativ gutes Team, würde ich sagen. Aber es könnte sein, dass es nicht so gut ist wie meins. Oh, Walker, losgesprintet, das haben sie nicht erwartet, dass du so schnell bist. Und jetzt Willian, zieht drauf! Oh! Schade. Er hat Weidenfeller im Tor, alles. Klärchen. Hummels. Wow. Oh, Benteke, Alter. Der schießt so gerne mit seinem Außen, das habe ich das Gefühl. Das ist echt feierlich. Ohne Spaß. Das gefällt mir echt, weil mit Außen. Boah, hab ich den umgefickt. Alter. Nicht mal der Gelbe. Nicht mal der Gelbe. Und fick ihn weg. Hat ihn schön abgefangen. Ja, okay. 10 Sekunden später. So, schmeiß weg den Ball. Oh, scheiße. Oh. Gott sei Dank. Ich wäre so am Arsch gewesen. Aber der war ein bisschen abseits. Oh Gott, what the fuck ist gerade mit meinen Fehlpässen los? Jetzt Reichsadler. Xavi Garcia schießt. Ah, schade. Ist knapp gewesen. Deckte Ball. Nicht zu dem. Ich wollte, dass du wieder zu Negredo spielst, damit er eine super Flanke reinbringen kann. Mein Gott. Verrückt ja. So ein bisschen zumindest. Läuft. Der kam, die Flanke kam krasser als ich dachte. Ich wollte einfach, dass die ja ein bisschen so reinkommt in den Strafraum, damit ich einen Kopfball machen kann, aber nicht, dass die direkt ins Tor geht. Shit, Dudes. Dudes? Dudz oder so. Ich weiß, wie Dudes geschrieben wird, keine Sorge. Aber das war ein Scherz für die, die es nicht rausgehört haben. Oh, den hat er über Lovie gespielt. Das hat er gut gemacht, musste man ihm ja lassen. Aber naja. Alter, wie früh ich schon zurückgezogen habe, aber wie der das einfach nicht gezählt hat. Nein, nicht nach da oben. Böse, aus. Rockert, schnelle Bitch. Ich komme einfach nicht zum Kopfball mit der Mannschaft. Ah, Negredo. Mit seinem rechten Fuß nicht so stark. Dafür hoffentlich mit dem linken umso stärker.
Nasri. Benteke. Ah, Benteke. Nicht aufspringen lassen. Nicht auftippen lassen, Mensch. Fuck, 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 fuck. Lori. Lol. Hammergeil, Negredo. Ah, mein Gott, der hat so eine kopfballstarke Abwehr, der Typ. Ich komme einfach nicht an den Ball. Das ist unfassbar. Abseits? Ja, natürlich. Komm an, komm! Oh, scheiße. Dann macht der das 1-0. Ich hasse diese Situation. Dann ist man so unter Druck gesetzt. Sven Bender hat den Ball abgenommen. Also der muss auf jeden Fall dafür eine Gelbe bekommen. Ohne Spaß. Der hatte nicht mal mehr den Ball. Ah, Negredo. Nicht so schön. Ah, Nevin Subotic. Der 88 geborene. Dortmunder Abwehrspieler. Der ist 1,90 groß, verdammt. So, Walcott. Nein! Ah, er ist viel zu weit nach außen geschwenkt. Ja, fuck! Ich komme einfach nicht zum Schuss. Okay, das klingt ein bisschen doppeldeutig, aber nur ein bisschen. Ein bisschen viel. Oh nein. Nein. Fuck it. Ich brauche irgendwas, damit ich durchkomme. Konter ist dabei die beste Möglichkeit für mich. Aber trotzdem, auch wenn da nur zwei Leute stehen, ist seine Abwehr so krass. Das ist nicht mehr feierlich. Ist echt 0,0% feierlich. Ja. Bin noch gleich rot. Wieder schon wieder. Komm zurück, ey. Nicht cool. Das war aber echt nicht cool. Ja, guter Schuss. Aber es geht immer besser. Ja, okay. Boah, wie ich sowas hasse. Immer wenn ich werfe, in der der hat so viele Kopfballstärke, da komme ich nicht gegen an irgendwie. Ist ein bisschen scheiße. Ey. Ah, ich hasse es, wenn ich im Rückstand bin. Ich kann das nicht ab, wenn ich im Rückstand bin, verdammt. Ich muss jetzt ein Tor schießen. Mindestens eins. Zumindest ein Unentschieden wäre mal wieder gut. Weil bei 1-0-2 bei der Statistik von der Saison ist das vielleicht sogar sehr wichtig, das Unentschieden. Höchstwahrscheinlich sogar. Auf jeden Fall William, ne? LOL! What the fuck, William? What the fuck? Kam viel besser, als ich dachte, die Flanke. Etwas tiefer und die wäre drin gewesen. Oh, fuck. Gut gemacht. Gut gemacht von Lori. Sehr gut gemacht. Also wirklich, ohne Spaß jetzt. Damit Vidic mit dem schon gelb verwarnten Spieler. Wenn der Abwehr
ist es sehr schwer, dass sie mich schlagen mit meinem Vidic in den Kopfbällen. Aber so. So schwer ist es dafür die nicht. Oh Gott. Nein! Schieß einfach. Ja, man merkt schon, dass Negredo ein Linksfuß ist. Naski. Es soll gerade irgendwie nicht sein, oder? Nein, nicht so spitz. Ah, nicht so steil spielen, verdammt. So. Mein Gott. Es soll gerade nicht sein, habe ich das Gefühl. Es soll gerade kein Tor von mir kommen. Fuck, nein, ich kann gerade nicht. Oh Gott, nur diese nervenden Leute. Ja, okay. Oh Gott, Negredo. Fuck. Scheiße. Naski, komm, mach jetzt eine gute Flanke. Mit Kopfbällen komme ich irgendwie mit der Premier League-Mannschaft hier gerade gar nicht durch. Also da muss ich schon einen anderen Spielstil anwenden. Stil. Stil. Spielstil. Fick dich. Ja, aber da will ich. Mann, so eine Kacke. Nein. Er spielt gerade viel besser als ich einfach. Ich hasse das, wenn Leute besser sind als ich. Was? Ohne Spaß, Alter. Das war doch gleich Höhe. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich hasse FIFA manchmal. Ich hatte es schon so oft, dass es exakt die gleiche Höhe war. Viel zu oft. Mann. Wo war das denn faul? Ja, zeigt nicht mal eine Wiederholung. Boah, ich hasse dieses Spiel manchmal. Abseits, haha. Jetzt lass mich spielen. Mein Gott. Alter, what the fuck war das denn? Ohne Spaß, Alter! Ich krieg's nicht auf die Reihe, Mann. Ich hatte auf jeden Fall gewonnen, so wie ich gerade spiele, Mann. Ich hasse das. Ich habe viel weiter nach oben gedrückt, als er im Nachhinein gelaufen ist, aber. Mann. Ich hasse dieses Spiel. Das Spiel ist scheiße für Hurensöhne und mich. Nein, ein Scherz. Jetzt mach was draus, Benteke. Jetzt mach was draus, verdammt. Mann, ohne Spaß, wie der geht. Da, der wird so gestört einfach nur. Ich werde auch gestört bei dem. Geht doch! Ein Tor von Vidic! Ein Tor! Meine Güte!
Ohne Witz, Alter, sowas muss ich jetzt nochmal bringen. Irgendwie eine Ecke rauskriegen und dann nochmal auf Vidic spielen. Besser kann es nicht laufen. Vidic, mein 90 Kopfballspieler, ja? Mann. Mann. Boah, gut, gut abgehalten. So. Nein, nicht so. Dead Gewusel, William. Jetzt aber. Mann, warum nimmt der denn dann an? Ist der behindert? Und in Real Life sind die wenigstens so klug, um den Ball nicht anzunehmen. Komm schon. Eine Chance möchte ich noch kriegen. Weil es FIFA ist, bekomme ich die Chance wahrscheinlich nicht. Und Ende. Ich hasse dieses Spiel. Ohne Witz, Alter, das ist so behindert. Mann. Nur weil er den eben angenommen hat, im Abseits der Nasri. Mann, Negredo, mach doch mal eine bessere Flanke, du Hurensohn! Ah, Mann, so ein behinderter Kackspast. Was macht ihr denn für eine Flanke am Ende? Ohne Witz, es war doch nur ein Pass. Boah, ist der Scheiße, der Spieler. Alter Negredo, 84er Bewertung und dann so behindert. Aber ohne Witz, ey. Negredo ist überall besser außer passen und Tempo. Fuck off, Alter. Negredo hat mich gerade so angepisst. Manchester City, Alter. Hat's ja nicht mal verdient, da zu spielen. Ohne Spaß, ja. Ich bin gerade so genervt. Aber gleich werde ich wahrscheinlich noch danach direkt die nächste Folge aufnehmen. Und jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotz der Niederlage und trotz dem Rage gefallen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein!